Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder am Start für euch mit einem neuen spooky Video und zwar einem neuen Teil TikToks, die du niemals alleine um 3 Uhr nachts anschauen solltest. Deswegen Decke schnappen, Leute, Grandma-Check machen, einmummeln und zusammen mit mir angucken. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben, damit ihr die auch total creepy findet und niemals einem Geist begegnen möchtet. Wie viele finden wir? Ich bin mal gespannt. Oder wollt ihr super gern meinem Geist begegnen? So mitten in der Nacht? Ich glaube nicht. Und schreibt mal gerne in die Kommentare. Wir haben zwar noch kein Halloween, aber wenn ihr euch ein creepy Kostüm aussuchen könntet, welches wäre das? Als was würdet ihr euch verkleiden? Lasst es mich mal wissen. Vielleicht habt ihr auch schon Gedanken gemacht. Wir sind zwar erst Anfang des Jahres, aber egal. Man kann sich ja nicht früh genug vorbereiten, Leute. Und ich würde sagen, wusch. Was? Das fängt schon so unheimlich an. Ich weiß nicht, was mir gerade mehr Angst macht, Leute. Dass da jemand sein soll, aber da ist keiner. Und irgendwie wird das vom Auto erfasst. Oder überhaupt dieses Männchen da auf diesem Display. Es sieht so aus wie Slenderman. Ich habe Angst, wenn ich das sehe. Wenn jemand da ist, here, drück auf den Knopf. Was? Sag mir, dass ein Geist anwesend ist, ohne zu sagen, dass ein Geist anwesend ist. Warum tun die das? Es hat einfach mal funktioniert. Poltergeist bewegt meinen Hasen. Was? Digga, das war am Krabbeln. Das hat ganz schnell fliegen gelernt. Hätte er bei mir auch. Alter, ich muss schon Angst haben vor Kuscheltierhasen, Mann. Der sah so süß aus. Aber dann ist er so. Das ist unheimlich. There's demons in the house. Das könnte ich sein. Alter, wo bewegt sich die Erdnussbutter? Er macht den Schrank auf und das Ding dreht sich von selbst. Alter, wenn das jemand mit meinem Nutella-Glas macht, ich würde durchdrehen. Niemand rührt mein Nutella-Glas an, noch nicht mal ein Geist. Finger weg. Das ist eine ernst gemeinte Warnung. Egal, wer vielleicht hier anwesend ist. Es ist eine Warnung. I don't know who needs to hear this, but if you are constantly putting an effort into a relationship. Oh oh. And I believe in ghosts. Genau dann. Sie wollte eigentlich ein anderes TikTok, glaube ich, drehen. Halt jemanden einen Ratschlag geben zum Thema Beziehung und so. Aber dann fällt genau ausgerechnet dann was runter. War sie überhaupt im Keller? Wo war sie? Okay, er hat irgendwie ein Geräusch in seinem verfluchten Zimmer gehört und das aufgenommen. Wow, es hat sich von selbst bewegt. Ganz normal. Hallo? Habe ich das gerade richtig gehört? Hat er noch Hallo gesagt? Bei dem ganzen Kram wurde genau das eine Teil da bewegt, wo man einfach raufguckt, automatisch. Das ist kein Zufall mehr. They just wanted some privacy. Was jetzt? I keep hearing sounds in my bed. Er hat Geräusche aus dem Badezimmer. I whistled, I messed with this thing. Da ist jemand! Da ist jemand! No freaking way. Did you see that? Yes. Did you see that? Oh mein Gott! Steht die Person da? Da ist nichts. Oh mein Gott. Nee, das ist voll unheimlich. Er hat doch direkt da Licht angemacht. Da war nichts. So I'm gonna go nice and slow here. Niemand im Badezimmer. No way somebody slipped out right here. Keiner. My back's against the wall. Nothing in the closet. Nichts in seinem Schrank. Er läuft überall durch. Da ist nichts. Er sucht alles ab. Er hört aber Geräusche. Er hat diesen Schatten da gesehen. Hört was. Oh, es könnte Wind sein. Not tonight. Und da war wieder der Schatten. Kann das sein? Der kam so langsam wieder? Allein wenn der Wind heult so, ne? Da kriege ich auch schon Angst. Mal ganz im Ernst. Dieses Geräusch ist gruselig. Wer stimmt mir dazu, macht mal ein Wind-Emoji unten in die Kommentare. Und dann passiert noch sowas. Du denkst, du bist im falschen Film. Ehrlich. Du denkst, du bist in einem Film. Was? Überraschungsparty? Was? Sind vier Gäste? Was ist das? Das sieht so menschlich aus, aber irgendwie auch nicht. Warum leuchten die Augen? Mein schlimmster Albtraum. Boah, nee, ich hätte so Angst. Sie war der Meinung, jemand beobachtet sie. Und ist das in der Schule oder so? Oh mein Gott, sieht ihr das Gesicht? Seht ihr das Gesicht? Das sieht irgendwie so fake aus, aber irgendwie auch echt. Was ist das? Das ist sein Gesicht.
Das sieht genauso aus wie in der Schule, diese Platten oben. Und meist sind da ja wirklich nur so Rohre und so. Also unrealistisch wäre es nicht, aber es sah so klein aus und so komisch. Und vielleicht lag da auch nur so ein Rohr so rum und irgendwie so ein Stoff, das dann halt am Ende so aussah wie so ein Gesicht. Aber komischer Zufall. Sehr komischer Zufall. Also für mich sieht es aus wie ein Geist. Ich glaube, jeder von uns würde durchdrehen, wenn er sowas sehen würde auf irgendeiner Überwachungskamera. Mia hat komische Geräusche gehört in der Nacht und... Oh, was war das denn? Da unten die Arme! Das ist kein Mensch, oder? Oh, was war das? Die Familie hat komische Geräusche gehört und dann einmal in der Nacht die Kamera laufen lassen und haben die das aufgefangen, das aufgenommen. Da war jemand. Aber habt ihr diese Arme da unten gesehen? Oh, ich kann nicht mehr schlafen. Okay, was ist jetzt hier? Sie hat irgendwie Angst, oder? Oder eher? Oh! Ist das Licht einfach ausgegangen? Anscheinend ist da schon mal was Merkwürdiges passiert. Und deswegen war sie so zaghaft. Und genau dann geht das Licht aus. Einfach aus dem Nichts. Und das war niemand. Oh nee, das ist richtig unheimlich. Leute, es gibt nicht nur Huggy Wuggy, sondern auch Mommy Longlegs mittlerweile. Hätte die einfach mal selber gemacht, was mega ist. Aber ich habe Angst vor ihr. Also, wenn ihr nicht das letzte Video gesehen habt, dann wisst ihr, glaube ich, nicht warum. Ich habe echt Angst vor ihr. Nein, sie wäre mir viel zu unheimlich. Ich will sie nicht haben. Nein, danke. Aber er hat sehr schön gemacht. Warte, da hinten ist jemand. Hä? Wer läuft denn da einfach lang? Oder sind das mehrere? Ja, aber da läuft jemand lang. Auf jeden Fall waren die dort, weil jemand gesagt hat, dass er eine Schattenperson sieht in dem Haus. Anscheinend sind das Geisterjäger oder sowas. Und ja, im Hintergrund sah man genau dann jemand langlaufen. Wenigstens haben die den Beweis jetzt auf Kamera, dass da wirklich jemand ist. Ob die jetzt dem Hausbesitzer helfen konnten, weiß ich nicht. Aber es würde mich mal echt interessieren. Weil ich würde nicht dauernd gerne heimgesucht werden von irgendwie so einer Schattenperson. My friend was pet sitting alone and sent me this vid. Warte, war da was? Please tell me you also saw the guy in the back. Da war eine Person im Hintergrund. Hier, seht ihr das? Die Hunde rannten auch schon zu ihr. Dann denkst du, die freuen sich, dich zu sehen einfach nur. Aber anscheinend hatten die einfach nur Angst, weil da irgendjemand war. Irgendeine Person oder irgendein Geist. Ich hätte so riesig Angst. Ich könnte nicht mehr schlafen, nee. Direkt zur besten Freundin ziehen, direkt. Ich habe diesen, was, Titan im Keller gefunden. Was ist das? Er atmet. Was ist ein Titan? Leute, ich muss googeln. Okay, ich habe es rausgefunden. Ein Titan ist angeblich ein Fabelwesen aus der griechischen Mythologie und sind Riesen in Menschengestalt. Ich bin jetzt irgendwie verwirrt. Ich bin wirklich verwirrt. Das TikTok hat mich jetzt sprachlos gemacht. Bringt das wenigstens Glück oder so? Es ist nur ein Ballon. Es ist nur ein Ballon. Einfach mal auf der Straße nachts am Vorbeifliegen. Nein! Warum macht mir dieser Sternballon so Angst? Da sitzt einfach mal eine Person neben mir. Okay, so the noise is my turtle. Okay, man soll warten. I'm home alone, right? Sie ist alleine. Sie zeigt das gerade, ist niemand da. But oh mein Gott, im Fernsehen sitzt jemand neben mir. Alter, ich wäre aufgesprungen. Sieht so aus, als würde eine männliche Person neben mir sitzen. Also wenn das nicht einer der unheimlichsten TikToks ist, dann weiß ich auch nicht. Boah, ist das gruselig. Also da war 100% jemand neben ihr, aber sie konnte ihn nicht sehen. Aber man konnte sein Spiegelbild in dem Fernsehen sehen. Irgendwas bewegt sich da unter seiner Decke. Also ich würde ja meinen, das ist irgendwie eine Katze, die sich vielleicht da drunter versteckt, aber es sieht nicht so danach aus und er hat wohl auch keine. This is my covering for my mattress. There is nothing under it. Look, look. See? Wait, watch. Look, there it is. Look, watch. See if it comes back. Es hat wirklich, es kommt wieder. Ist es weg? Ist es weg? I don't know. That's just fucking creepy. Ah! Das ist wieder! Oh mein Gott, jemand möchte von mir! Das war auch unter seinem Laken. Das war nicht irgendwie ein Bettbezug, es war ein Laken. Und da war ja nichts. Da war nichts. Oh,
Geist auf Kamera erwischt? Ist es das, was ich sehe? Oh mein Gott, ich fühle mich schon jetzt beobachtet. Ah, das ist wirklich ein Gesicht. Die Augen. Was beobachtet dich da? Wer beobachtet dich da? Ist das überhaupt ein Mensch? Oh, sowas siehst du dann nachher plötzlich. Erst auf der Überwachungskamera. Weiß jemand, was da steht? Habt ihr einen kleinen Jungen gesehen? Da war einer. Da. Und er ist plötzlich verschwunden. Weg. Aber alle haben ihn gesehen. Und sie wurde irgendwie, glaube ich, so gezwickt oder irgendwas. Irgendwas tat ihr auf jeden Fall weh. Meint ihr, das war ein Geist oder meint ihr, das war alles gestellt? Also ich ziehe mir jetzt keine mehr rein, Leute, weil sonst kann ich einfach nicht mehr schlafen. Wirklich, ich kriege kein Auge mehr zu. Ich glaube, die werden mich wieder mal ein Weilchen beschäftigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich habe euch so, so lieb. Bye.